Hallo und herzlich willkommen bei Consolina Energy. Mein Name ist Timon und heute sprechen wir über das Solarspitzengesetz oder, wie es juristisch richtig heißt, dem Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen. Ein Gesetz, das viele Änderungen für dich mit sich bringt, wenn du eine Photovoltaikanlage hast oder dir eine neue anschaffen möchtest. Deshalb jetzt alles, was für dich wichtig ist. Warum braucht es nun also genau dieses Gesetz? Naja, wir haben vor kurzem einen sehr, sehr wichtigen Energiewende-Meilenstein erreicht. Wir haben in Deutschland mittlerweile über 100 Gigawatt Photovoltaikstrom im Netz. Das Problem ist nur, von diesen 100 Gigawatt ist ein beträchtlicher Teil nicht steuerbar. Der zweite Punkt, hat man in den letzten Jahren vielleicht auch schon in den Medien verfolgt, ist, dass die Zeitpunkte, an denen der Strompreis negativ wird, weil wir viel Erzeugung im Netz haben, immer deutlicher zunehmen. Daher hat die Politik reagiert und nun mit dem Solarspitzengesetz ein Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Netzüberlastungen zu Zeiten von hoher PV-Einspeisung zu verhindern. Das Solarspitzengesetz nutzt am Ende den ähnlichen Mechanismus, wie wir ihn schon vom ENWG 14a kennen. Beim 14a ging es vor circa einem Jahr darum, die Lastspitzen durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wallbox und Wärmepumpen zu vermeiden. Beim Solarspitzengesetz geht es jetzt darum, mögliche Erzeugungsspitzen durch die Photovoltaik in den Griff zu bekommen. Und dafür stehen in dem Gesetz ein ganzes Bündel Maßnahmen. Schauen wir uns die Änderungen im Detail an. Neue Photovoltaikanlagen über einer Größe von 7 kW Peak müssen für den Netzbetreiber steuerbar sein. Das heißt, es wird ein Smart Meter verbaut und eine Steuerbox. Und diese Steuerbarkeit wird mit Ablauf von ein paar Übergangsfristen tatsächlich auch jährlich getestet. Solange keine Steuerbox verbaut ist oder eine sonstige Steuerungseinrichtung, gilt eine Übergangsregel, dass du nur mit 60% der installierten Leistung am Netzverknüpfungspunkt einspeisen darfst. Und die dritte, für dich vielleicht wichtigste Änderung: In Zeiten mit negativen Börsenstrompreisen bekommst du keine Einspeisevergütung mehr. Klingt erstmal ärgerlich für dich als Besitzer einer Photovoltaikanlage, ist aber mit Blick auf die Stabilität des Energiesystems absolut sinnvoll und mit einem HEMS profitierst du von den meisten dieser Regelungen auf alle Fälle. Zum einen sorgt dein Energiemanagementsystem dafür, dass du in Zeiten von lokaler PV-Produktion deine steuerbaren Verbraucher einschaltest, sei es deine Wallbox, deine Wärmepumpe oder dein Heizstab. Ein Energiemanagementsystem wie unser liefert HEMS hilft dir aber auch bei dieser 60%-Grenze der Übergangsregelung, die ich vorher erläutert habe. Sie sorgt nämlich dafür, dass diese 60% am Netzverknüpfungspunkt gelten und nicht am Wechsellichter. Wenn diese 60% sich direkt auf den Wechsellichter beziehen würden, würde Photovoltaikstrom einfach weggeworfen werden. Mit der 60%-Regel am Netzverknüpfungspunkt sorgst du dafür, dass du den Strom trotzdem nutzen kannst. Und letzte Maßnahme, die ich mit einem EMS wunderbar umsetzen kann: Das EMS kann dafür sorgen, dass du deinen Batteriespeicher intelligent einsetzt. Das heißt, du vermeidest, dass du in den Zeiten mit negativen Börsenstrompreisen ins Netz einspeisen musst, sondern lädst in genau diesen Zeiten deinen Batteriespeicher voll und kannst den so gespeicherten PV-Strom zu späteren Zeitpunkten nutzen. Das Ganze klingt erstmal kompliziert, ist aber mit Blick auf die Stabilität des Energiesystems absolut sinnvoll und schafft die Grundlage für die nächsten 100 Gigawatt Photovoltaik. Ein Energiemanagementsystem wird immer mehr der logische Partner von Photovoltaikanlagen. Du steigerst deinen Eigenverbrauch, du bist steuerbar für den Netzbetreiber und du vermeidest es, zu Zeiten von negativen Börsenstrompreisen ins Netz einzuspeisen, weil du genau dann deinen Batteriespeicher sinnvoll nutzt. Also ein Perfect Match. Wie ihr seht, passen unser Leaflet HEMS und die Photovoltaik super zusammen. Darüber hinaus glauben wir auch, dass Energiemanagementsysteme essentielle Bestandteile einer erneuerbaren Energiezukunft sind. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, besucht unsere Website und wir freuen uns auf euren Besuch.